Am Eliminator 5,5 Tonnen Holstein Cup. Ohne Probleme kämpft er sich auch auf 119 Meter vor. Ganz, es reicht nicht. Es reicht nicht fürs Finale. 96,94 Meter. Ganz gut warm ist er auch, wie man sieht.
jetzt nur den Rückenbereich. In der 5,5 Tonnen Sportlatte. Fahrerlager gehen, noch einmal einen Rundgang machen, beim Aufladen der Trecker helfen. Trecker werden erstmal verstaut, angebunden. Wo kann ich euch das nächste Mal sehen? Wir gehen davon aus, am Bargstedt, 3. und 4. September. Ach so, die Geschichte. Ja. Und ansonsten sind wir in Bayern. Am 20. August. Aber nur zum Saufen. Nee, mit dem Bremswagen fahren wir. Na, ich wollte gerade sagen, 20.08. ist noch Alf steht. Und nicht vergessen, 20.08. Trecker-Trek-Party, Farmpulling in Alf steht. Wir sind heute in Beringen. So, Showdown will auch schon los. Ja, bis zum nächsten Mal. Da haben wir Thorsten. Zander, da ist leider nichts geworden heute. Ja, ganz schön eng hier. Ja. Tschüss, Uwe. So. Ein Staub hier. Holger. Der letzte Trecker in der 5,5 Tonnen Klasse.
Und vor mir stehen jetzt schon die 6,5 Tonnen Standard. Wir beobachten wir jetzt noch einmal und dann müssen wir nicht haben, ne? Nein, müssen wir nicht haben. So, ich versuche jetzt nochmal die 6,5 Tonnen Klasse zu filmen. Ja, wir sind in Währing. 10.07.2022. Party hatten wir gestern Abend schon gehabt, bis um 4 Uhr morgens. Ja, Thorsten, Ruhe, alles Gute. Und jetzt gucken wir erstmal die 6,5 Tonnen.